Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Das letzte Mal haben wir gesprochen über die Formatvorlagen. Heute wollen wir sie ein bisschen genauer anschauen. Ich will nämlich eine eigene Formatvorlage kreieren, um meine To-Do-Sachen, ja, meine To-Do-Dinger, ja, da will ich eine eigene Formatvorlage kreieren, dass wir die ins Auge stechen. Okay? Dass wir die ins Auge stechen, dass ich beim Durchscrollen das schon sehe. Nun, wie mache ich eine eigene Formatvorlage? Da oben ist ja dieser Block mit Formatvorlagen, das haben wir das letzte Mal gemacht. Ja? Und wenn ich da auf diesen, da kann ich entweder hier mir eine aussuchen, ja? Will jetzt aber nicht, ich möchte meine eigene Formatvorlage kreieren und da kann man entweder hier drauf drücken, auf dieses Pfeilchen und kann sagen, Formatvorlage erstellen, das ist eine Möglichkeit. Ja? Oder ich klappe das hier unten aus mit dem hier, dann bekomme ich da so ein schwebendes Fenster, das halt auch irgendwo durch die Gegend, und da kann ich auch eine neue Formatvorlage erstellen. Ja? Ich stelle mir jetzt da irgendwo hinein auf das To-Do und jetzt sage Formatvorlage erstellen. Book, drücke ich drauf. Jetzt brauche ich einen Namen. Das ist das Erste, was ich geben muss, einen Namen. Und da sage ich, das ist meine To-Do-Formatvorlage. So, jetzt ist da. Jetzt ist es halt To-Do. Schaut aber genauso aus wie das andere. Rechte Maustaste drauf. Druf die rechte Maustaste. Und dann drücken wir auf Ändern. Okay? Rechte Maustaste draufdrücken. Ändern. Und da haben wir jetzt alle möglichen Einstellungen. Was haben wir? Ja, erstens können wir eine Schriftart aussuchen, die für diese Formatvorlage gilt. Dann können wir hier uns eine Farbe aussuchen, da wäre zum Beispiel Rot relativ passend, weil wir wollen Rot. Ja, eine Schriftart in Fett und Rot, To-Do, vielleicht noch eine andere Schriftart, das wirklich gut ausfällt, Korean New sticht meistens heraus, das ist eine andere Schriftart. Und wenn ich jetzt OK drücke, dann schaut das schon mal anders aus. Dieses Unterstreichen, das wir jetzt weggehen wieder, brauche ich ja nicht. Jetzt habe ich eine schöne Formatvorlage. Nur schau, wie das ausschaut. Ja? Aber was können wir da noch ändern? Was ist das? Linksbündig. Es soll linksbündig sein. Wir könnten es zum Beispiel auch in die Mitte setzen. Okay? Wir könnten es in die Mitte setzen oder wir könnten es rechtsbündig hinschreiben. Das fällt meistens auch etwas auf. Und das hier ist Blocksatz, da komme ich noch dazu. Das ist der Zeilenabstand. Das kann man übrigens da unten auch, das ist schon Schriftart. Bekommen wir immer so ein Auswahl. Da können wir noch etwas genauer, wenn man es genauer definieren will, kann man es da unten auch machen. Schriftart, ja, Park. Wo haben wir doppelt durchgestrichen. Okay, schaut schon wieder aus, gell? Ändern, wenn man die Schrift da doppelt durchstreichen, wieder weg, ja, passt, okay. Also durchgestrichen ist ja durchgestrichen, doppelt durch, hochstellen kann man es, tiefstellen kann man es, es geht natürlich nur eines von beiden, Kapitelchen, ja, Großbuchstaben, Kapitelchen sind alles in Großbuchstaben, das sieht man bei der Schrift vielleicht weniger gut, wie zum Beispiel bei der Schrift. Da sieht man gar nichts. Ja, was ist Kapitelchen? Da sieht man es. Da ist der Großbuchstabe ist etwas größer und die anderen sind auch Großbuchstaben, nur etwas kleiner. Ja, Großbuchstaben ist alles Großbuchstaben. Also da kann man das im Prinzip auswählen. Funktioniert, wie man sieht, nicht bei alle Schriftarten. Also das ist der Schriftart, auf erweitert, skalieren kann ich sagen. Ich meine, da kann man sie austoben, wie man will. Schriftart festlegen. Ja? Absatz. Was ist Absatz? Ausrichtung, rechts, links, zentriert, Blocksatz, ja, Gliederungsebene, kommen wir dazu. Einzug links und rechts. Da kann man einstellen praktisch, wie weit eingerückt der Absatz ist. Also wenn ich zum Beispiel jetzt links sage, es ist links, dann ist es links. Okay, und wenn ich jetzt sage, es ist schön, dass es links ist, aber ich möchte es etwas weiter hineinsetzen, ja, Absatz, Einzug links, Zentimeter,
Zentimeter weiter rein. Jetzt ist es ein Zentimeter weit hineingerückt. Ja, das sieht man übrigens auch da oben an dieser Statusleiste. Da sehen wir, aha, ja, das ist auf 0 cm und das hier ist auf 1 cm. Das ist da auf der Formatvorlage so definiert. Kann man, also links einrücken, kann man da unterschiedliche Sachen machen. Was haben wir noch? Absatz, das gehe ich wieder weg. Was ist der Sondereinzug? 0, Sondereinzug, erste Zeile. Dann ist die erste Zeile weiter eingerückt. Warte, ich zeig das her. Okay. Willkommensbildschirm. Das ist eine Notiz an den Autor dieses Dokuments. Dokuments. Ich würde übrigens auf alle Fälle die Sachen durchlesen. Nur weil es unterwählt ist. Es heißt nicht, dass alles andere richtig ist. Ja? Zum Beispiel hier wollte ich eigentlich Text schreiben und habe aber Test geschrieben. Ja? Und das habe ich das letzte Mal beim Durchlesen, ist mir das aufgefallen und dachte, okay, auch ein teachable moment. Ja? Natürlich schreibt man das alles perfekt und natürlich, auch wenn nichts unterwählt ist, können Fehler drinnen sein. Ja? Nur das auch erwähnt. Gut, also das sieht man jetzt, ein Sondereinzug in der ersten Zeile, was das bedeutet, weiter rechts. Ja? Ändern, was heißt nachher Absatz, was heißt nachher hängend? Da ist die nächste Zeile praktisch sondermäßig eingerückt. Ja, um 1,25 cm. Das sieht man da oben auch. Erste Zeile, nächste Zeile. Ja. Kann man so machen. Ja, also das würde das bedeuten. Ja. Dann, was haben wir nur beim Absatz? Abstand vor und nach dem Absatz, vorher 0 und nachher 8 Punkt. Und ja, wenn man das hinaufsetzt praktisch, dann ist die nächste, weil ich sage, okay, das Bild braucht eh ein bisschen Platz, dass ich ungefähr eine Ahnung habe, mache ich 60 Punkt. Nach dem Absatz und dann ist halt so ein großer Absatz, obwohl es nur, da ist nichts dazwischen. Ja, das ist halt, der Absatz hat einen Abstand, der nächste Absatz muss einen Abstand halten von dieser Schriftart. Ja. Was man dann noch, schau her, wenn ich da jetzt Enter drücke, bin ich nach wie vor im To-Do. Das möchte ich in diesem Falle nicht. Ja. Deswegen kann ich das hier ändern und sagen, Format für den folgenden Absatz soll wieder Standard sein. Okay. Ja. Enter und dann schreibe ich Standard weiter. Das ist oft hilfreich, wenn man nur so einen Zeiler machen will. Ja. Bei der Überschrift zum Beispiel. Das war auch arg, wenn ich bei Überschrift Enter drücke. Absatz, Folgeabsatz soll natürlich Standard sein und nicht Überschrift weiter. Nächste Überschrift, nächste Überschrift, nächste Überschrift. Da ist das zum Beispiel so gemacht. Ja. Ja. Den Rest würde ich vorschlagen, schauen wir sich jemand anders an. Die Tab-Stops, da werde ich ein eigenes Video dazu machen. Ja. Gut, also so definieren wir, aber das ist halt schon ein bisschen wüder jetzt, was ein Absatz, da mache ich wieder 12 Punkt. Sollte reichen. Ja. Jetzt kann ich ja alle meine To-Dos auf To-Do ändern, muss ich es aber zuerst einmal finden. Zum Glück habe ich überall To-Do dazu geschrieben. Das nächste Mal schauen wir uns an, wie wir in einem Dokument etwas finden. Ja? Also ich suche jetzt zum Beispiel überall, wo To-Do drinnen steht. Das, ich meine, ich kann durchscrollen, ja, und gucken, sicher, diese Option gibt es, aber hey, ich habe einen Computer, da wird das keiner. Der wird doch das können für mich. Ja, und er kann das. Und das nächste Mal schauen wir uns an, wie das funktioniert. Das nächste Mal suchen. Suchen und auch ersetzen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.